Die Bullen haben ein ziemlich großes Problem. Sie reiten nämlich auf einer Welle, die immer kleiner wird. Gemeint ist damit die Liquidität, die von den Märkten immer mehr entzogen wird durch die Notenbanken, ganz konkret durch die Fed, die einiges tut, um diesen Sumpf, wenn man so will, auszutrocknen. Und das macht die Lage für die Aktienmärkte nicht leichter. Jetzt muss man hoffen, dass die heutigen US-Arbeitsmarktdaten schwach ausfallen, also möglichst wenig neue Stellen geschaffen werden, möglichst viele Menschen arbeitslos werden. Soweit ist es mit den Bullen schon gekommen, könnte man sagen, dass sie jetzt auf das Böse hoffen müssen. Aber das ist die einzige Chance, dass die Märkte eine Relief Rally machen, wie die Amerikaner sagen, also eine Erleichterungsrally. Siehst du, Arbeitsmarkt beginnt zu schwächeln, bedeutet, dass die Fed dann früher oder später doch die Zinsen senken muss, und Zinssenkungen sind doch super. Nicht wirklich, hatte ich gestern gezeigt, dass wenn die Fed beginnt, die Zinsen zu senken, ist das meistens eine schlechte Nachricht für die Aktienmärkte, weil eben die wirtschaftliche Lage so schwach ist. Schauen wir uns das interessante Setup derzeit mal an. Wir sind überverkauft, gar keine Frage. Eine technische Rallye würde Sinn machen, dazu gleich mehr. Aber da gibt es ein kleines Problem. Schauen wir uns zunächst mal die Bilanzsumme der Fed an. Jetzt neue Zahl, erstmals seit langer, langer Zeit wieder unter der 8 Billionen Marke. Wir sind jetzt bei 7,955. Wir waren noch knapp über 8 Billionen vor einer Woche. Das heißt, hier sind mal wieder gut 46 Milliarden Dollar rausgezogen worden. In der Vorwoche waren es über 70 Milliarden. Das war der größte Liquiditätsentzug seit, glaube ich, Juli 2022. Gleichzeitig sehen wir, dass nicht nur die Fed Liquidität entzieht, sondern wir sehen, dass die Geldmarktfonds einen neuen Rekord verzeichnen. Jetzt 5,71 Billionen in diesen Geldmarktfonds. Das bedeutet nichts anderes, dass immer mehr Geld eben in solche Vehikel geht, die gute Zinsen bieten. 5,5% um und bei, während Banken darunter leiden, weil sie da nicht mitgehen können, den Kunden nicht diese Zinsen bieten können. Und nochmal zurück zur Liquidität. Ich hatte es gestern gezeigt. Im Grunde steht der S&P 500 gemessen an der globalen Liquidität jetzt der großen Notenbanken von Bank of Japan, EZB vor allem, Fed vor allem, Bank of England, Bank of Canada, steht der 20% zu hoch. Normalerweise läuft das relativ kongruent, nämlich Liquidität und S&P 500. Also man müsste sich nicht wundern, wenn die Aktienmärkte tiefer stünden, denn sie brauchen schlichtweg Liquidität. Jetzt wird aber Geld immer teurer. Das macht Long-Positionen teurer, vor allem wenn man wie in den USA eben gehebelt im Markt ist, also nicht alles investiert, was man am Markt bewegt. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Fed auch den Banken immer mehr Liquidität entzieht. Hier sehen wir hier die sogenannte OCE Liquidity, das ist jene Liquidität, die Banken in besonderen Situationen gewährt wird durch eine Zentralbank, in dem Fall hier der Fed. Die hat mal in der letzten Woche wieder 20 Milliarden Dollar aus dieser Liquidität oder diese Liquidität verringert. Damit sind wir jetzt bei 70 Milliarden Dollar in den letzten drei Wochen. Und das erinnert ein bisschen an 2020. Damals auch hat die Fed das gemacht. Da hat sie zunächst mal 100 Milliarden Dollar entzogen. Dann kam es zu diesen Turbulenzen an den Märkten wegen Corona damals, der sogenannte Corona-Crash. Also wir sehen, es fließt einerseits Geld in Geldmarktfonds. Die Banken verlieren damit tendenziell Einlagen und auf der anderen Seite entzieht die Fed letztendlich den Märkten, respektive den Banken genauer gesagt, noch weitere Notfallliquidität. Und das Resultat sehen wir hier. Zwei sehr systemrelevante Banken, nämlich die Citigroup und die Bank of America, erreichen ein neues 52-Wochen-Tief, handeln also tiefer als auf dem Hochpunkt der Bankenkrise in den USA im März, April. Das muss man sich vorstellen. Da ist also Stress im System, könnte man sagen. Da rumpelt es in gewisser Weise. Und jetzt eben die Frage, wie geht es weiter mit den Märkten, mit den Zinsen, mit den US-Arbeitsmarktdaten vor allem. Wir sehen, dass etwa heute die Erwartung bei 170.000 ist. Das ist die Konsenserwartung, durchschnittliche Stundenlöhne, das wird auch wichtig, 0,3%, und vor allem die Arbeitslosenquote 3,7%, die war ja nach oben geschnellt zuletzt. Warum, will ich gleich hier zeigen. Jetzt sehen wir Aussagen von Mary Daly, die sagt, naja, wenn ungefähr alles so bleibt, Labor Market und Inflation, dann müssen wir die Zinsen nicht mehr anheben.
und können einfach mal warten, wie die Daten weiter reinkommen. Das jedenfalls die Erwartung für die heutigen Arbeitsmarktdaten. Und was ich vermute, ist, dass wir jetzt ein weiteres Ansteigen der sogenannten Participation Rate sehen, also der Beteiligungsquote derjenigen, die überhaupt noch nach Arbeit suchen. Denn für viele hat das so gereicht, die Segnungen von Helikopterchecks und so weiter. Was soll ich da arbeiten? Habe ich keine Lust. Also jetzt aber ist dieses Geld, wie wir wissen, weitgehend aufgebraucht. Also müssen die Leute wieder arbeiten, drängen also wieder in den Arbeitsmarkt. Wir sehen hier im September bereits ganz, ganz schwache Konsumdaten im Kreditkartenbereich. Die Leute begannen, das Geld nicht mehr mit vollen Händen auszugeben, weil es nicht mehr da ist, weil sie dann vielleicht auch die Student Loans zurückzahlen müssen. Ich rechne also damit, dass die Participation Rate weiter nach oben geht, die Leute immer mehr jetzt nach Arbeit suchen oder immer mehr Menschen wieder, die vorher praktisch dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung standen, nach Arbeitsmarkt suchen. Wie fallen die Daten heute aus? 14:30, große Frage natürlich. Im Grunde steht es 2:1 für starke Arbeitsmarktdaten. Wir haben wieder mal gute Erstanträge, die seit Wochen ziemlich stark sind, also sehr gering ausfallen. Wir haben die JOLTS, die überragend waren. Allerdings in der Abweichung, Standardabweichung ein bisschen merkwürdig. However, und wir hatten schwache ADP-Arbeitsmarktdaten, also zwei der Daten sprechen für starke Arbeitsmarktdaten heute, eines nämlich der ADP vom Mittwoch dagegen. Die Märkte haben sehr stark darauf reagiert, Dienstag Abverkauf, Mittwoch Rally. Gestern, naja, ich sag mal, leichte Schwäche. Hier sehen wir mal die More Reliable Big Data. Deutet darauf hin, dass die Zahl besser werden könnte. Hier sehen wir ADP ganz am unteren Rand, Census, Household Pulse, Business Pulse, Homebase und so weiter. Also verschiedene Erfassungsmethoden, die versuchen hier eine Prognose abzugeben. Die sagen, die Zahlen werden besser, aber es ist ein Lotteriespiel. Die Amerikaner würfeln ihre Zahl der neuen Stellen, habe ich manchmal das Gefühl, durch die Anwendung des Burst-Death-Models. Man schätzt mal eben, wie viele Firmen kaputt gegangen sind, wie viele neue entstanden sind. Heute nehmen wir mal so, morgen nehmen wir mal so. Also, und das hat maßgeblichen Einfluss auf eben die Zahl der neuen Stellen. Dann haben wir Seasonal Adjustments, saisonale Anpassungen, wo ich auch nicht verstehe, ja, was passt ihr wie saisonal an, wird nirgendwo wirklich gezeigt, was da eigentlich passiert. Also letztendlich der Manipulation Tür und Tor geöffnet. However, jetzt wollen wir mal gucken auf das, was die Notenbanken sagen. Die entziehen weiter Liquidität, das macht die EZB auch. Bilanzreduzierung im großen Stil. Jetzt sagt man sich, naja, guckst du, die Renditen steigen, ja, die Kapitalmarktzinsen, müssen wir also die Zinsen nicht mehr annehmen. Wir sehen also jetzt diesen Chor von Leuten wie Lagarde, die sagt, ja, die Zinsen sind ausreichend restriktiv. Villeroy sieht keinen Grund für neue Zinserhöhungen. Wir sehen einen Clarida, Ex-Fed-Mitglied, der sagt, ja, also diese Anstiege der Kapitalmarktzinsen, die entsprechen ja praktisch einer weiteren Zinsanhebung. Und Bostic von der Atlanta Fed sagt, ja, ich denke auch, dass jetzt sozusagen die Geldpolitik ausreichend restriktiv ist, so muss es heißen. Jetzt schauen wir uns mal hier die Heatmap von gestern an. Wir waren so, naja, gemischt unterwegs bei den Tech-Aktien. Wir haben Energie wieder weitgehend schwach gesehen. Wir sehen Konsumentenaktien schwach. Wir sehen eine Coca-Cola 52 Wochen tief, Pepsi 52 Wochen tief, General Motors, die ja besteigt werden, Bank of America Citigroup, die wir schon gesehen haben, 3M, also Bristol Myers, da sind große Player dabei, relevante Player dabei, die also jetzt auf neue Tiefs fallen. Auf der anderen Seite sagen viele, jetzt guckt ihr an, wir haben doch eigentlich einen Failed Breakdown, also wir sind nicht nach unten durchgebrochen. Gleichzeitig ist viel Angst im Markt. Für den Greed Index sitzt immer noch bei 24, also würde es doch Sinn machen, wenn wir eine Rallye sehen, zumal wenn wir ein so hohes Put-Call-Ratio haben wie derzeit, sowohl auf Einzelaktien als auch auf Indizes etc. Sehr, sehr viele Puts. Wenn da was nach oben kommt, wenn also zum Beispiel schwache Arbeitsmarktdaten zum Anstieg der Aktienmärkte führen, dann würden solche Puts wohl eingedeckt. Damit treten die als Käufer auf. Wir sind überverkauft im kurzen Zeitfenster. Wir sehen hier im S&P 500 die Aktien über der 50-Tageslinie. So um und bei 10%. Nicht viel. Bei den Aktien über der 200-Tageslinie ist es noch deutlich mehr.
Also es ist schon eine Situation, die eigentlich hier taktisch für die Bullen spricht im kurzen Zeitfenster. Das sehen wir hier auch am Risk-Reward-Model. Wir sehen auf der einen Seite, dass der S&P an dieser Trendlinie jetzt scheinbar Unterstützung hat. Auf der anderen Seite sind wir teilweise eben schon ziemlich ausgebombt. Wenn wir heute nicht mehr als 0,7% steigen, dann wäre das jetzt die längste Verluststrecke seit gut einem Jahr, seit Mai 2022. Da waren wir nämlich auch 5 Wochen im Minus. Wenn das also sich jetzt nicht ändert heute, also wenn wir nicht über 0,7% im S&P 500 steigen, wären wir 4 Wochen in Folge im Negativen. Aber jetzt schauen Sie sich das mal an, meine Damen und Herren. Erstens, wirkliche Down-Moves, die wehtun, Washouts. Wir haben ja bisher noch keinen Panik-Move gesehen. Das ist alles noch relativ regulär, was hier passiert. Wir haben keinen Washout gesehen. Da ist noch nicht wirklich etwas passiert, könnte man sagen. Das spricht dagegen, dass wir jetzt schon einen Boden gefunden haben. Aus meiner Sicht fast jeder Boden wird nochmal durch einen finalen, echten, fetten Sell-off eingeleitet. So ein Washout, wo alle dann verzweifelt abdrücken. Und jetzt schauen wir uns mal die sogenannte Wyckoff Distribution an. Also die Verteilung gewissermaßen, Distribution. Hier sehen wir das typische Wyckoff-Muster und übereinandergelegt ist hier der Chart des S&P 500 und wir sehen, das ist fast identisch. Das würde dafür sprechen, dass wir da noch einigen Schmerz vor uns haben. Also das wird jetzt wirklich eine sehr, sehr interessante Konstellation. S&P in der Nähe der 200-Tageslinie, Aufwärtstrend seit Oktober, der jetzt zu halten ist und. Wir sehen viele neue 52-Wochen-Tiefs bei den Aktien und wir sehen andere Aktien, die relativ gut laufen, so wie Tesa, die jetzt nicht nur ja enttäuschende Absatzzahlen eigentlich für das dritte Quartal gemeldet haben, sondern jetzt auch die Preise nochmal deutlich senken für die verschiedenen Modelle. Gestern Abend dann noch die Meldung, dass die SEC Musk untersuchte wegen dem Kauf von Twitter-Aktien. Also das könnte jetzt ungemütlich für Elonu werden. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Ganz anderes Thema, andere Baustelle, meine Damen und Herren. International, hier hat Putin sich geäußert über den Tod von Prigozhin und sagt, naja, die Wagnerianer da an Bord, die sind ein bisschen besoffen gewesen, ein bisschen high geworden, gell, und dann haben sie mit den Granaten rumgeschmult, gell, und dann hat es Bums gemacht. Und dann ist das Flugzeug abgestürzt, gell, shit happens, ne? Du sollst ja nicht im Flugzeug an die Granaten rumfummeln, gell, hat mir meine Großmutter schon gesagt, wenn du im Flugzeug sitzt, bastel nicht an Granaten, ne? Habe ich immer berücksichtigt, deswegen bin ich noch da. Der Prigozhin nicht, gell? Also in Russland stirbt man sehr seltsame Tode, muss man sagen, gell? Heieieiei, also der Vlati auf jeden Fall hat damit nichts zu tun, das haben wir jetzt gelernt. Und jetzt kommen wir zu another very silly country, which is Europe and Germany. Hier sehen wir mal Javier Blas von Bloomberg, der jetzt berichtet über die Konferenz von Solaranbietern, der Solarindustrie in Madrid. Und die beschweren sich massiv und sagen, wir können hier praktisch nicht mehr produzieren, weil die Energiekosten zu hoch sind. Das heißt, wir könnten mit unserer glorreichen Energiewende schon daran scheitern, dass diese Energiewende nicht funktionieren kann, weil die alternativen Energien nicht rentabel produziert werden können. Wir wissen, auch die Windkraftanbieter haben derzeit große Schwierigkeiten. Jetzt schauen wir hier nochmal die Industriepreise an für Strom. Deutschland doppelt so hoch wie Frankreich. Frankreich hat noch 2 Kohlemeiler, die werden ab 2027 auf Biomasse umgestellt. Das heißt, Frankreich ist 2027 kohlefrei, während wir um und bei 130 Kohlekraftwerke haben. Jetzt wieder die giftigsten rauffahren, vor allem Braunkohle, die wir hier rauffahren. Damit hat Deutschland pro Kopf fast den doppelt so hohen CO2-Ausstoß wie Frankreich. Das ist also eine herausragend gute Bilanz einer Regierung mit grüner Beteiligung. Jetzt kommt Macron und einige andere kommen nächste Woche nach Hamburg, ganz in der Nähe zu mir, in ein Hotel an der Elbchaussee
und werden damit Scholzomat und den anderen versuchen zu sagen, Leute, ihr seid einfach bescheuert, wenn ihr Energiequellen abknipst, die ja in Sachen CO2 deutlich besser sind. Die Deutschen sagen, geht ja gar nicht. Wir wollen sehen, wer sich da durchsetzt. Die Vernunft, die Franzosen, die sagen, ihr killt eure Wettbewerbsfähigkeit und zieht uns noch mit runter, weil die Deutschen versuchen sozusagen auch die Atomkraft in Europa insgesamt als No-Go zu klassifizieren, während die Franzosen sagen, naja, alle nicht fossile Energie ist doch gut. Und was wird hier passieren, wenn wir hier so weitermachen, wenn Habeck seine Ausbauziele erreicht, die er wahrscheinlich ja ohnehin nicht erreicht, weil wir da weit hinterher sind, gerade bei Windkraft. Wir würden ein ständiges Auf und Ab haben von einer Überproduktion und massiven Erzeugungslücken. Also entweder haben wir immer viel zu viel Energie oder viel zu wenig. Das wird bedeuten, solange wir die Speicher nicht haben, und die sind bisher nicht in Sicht, müssen wir immer mehr Strommengen abgeregelt werden. Das heißt, die kommen nicht in den Kreislauf hinein. Das heißt, die müssen dann zu Negativpreisen verkauft werden, damit überhaupt die jemand abnimmt. Während wir dann, wenn wir Defizite haben, teuer hinzukaufen müssen, vor allem eben auch aus fossilen Kraftwerken. Also damit unsere CO2-Bilanz wieder maßgeblich nach oben pushen. Es ist so irre, dass du dir eigentlich nur in den Kopf fassen kannst. Die Franzosen wundern sich, alle wundern sich über die Deutschen. Nur die deutschen grünen Weltmeister, Weltretter wundern sich nicht über sich selbst. Immerhin mal ein kleiner Lichtblick aus der deutschen Wirtschaft, Auftragseingänge der Industrie, zwar minus 4,2% im Jahresvergleich, aber zum Vormonat mit 3,9% besser ausgefallen. Von einer Trendwende wird man hier allerdings noch nicht sprechen können. Was wird jetzt an den Märkten passieren? Gold ist jetzt ziemlich stark gefallen, in nur 8 Tagen über $100. Warum? Expertenaussagen dazu, wenn Sie wissen wollen, wenn Sie Gold haben oder in irgendeiner Form daran interessiert sind, unbedingt, da kriegen Sie verschiedene sehr gute Einschätzungen über die Entwicklung bei Gold. Und was ist eigentlich mit dem Ölpreis los? Der ist ja massiv gefallen, kürzlich hat man es noch gesagt, wird auf jeden Fall auf $100 steigen, und dann ist er von 93 oder so auf 82 gefallen. Nachfragesorge statt Angebotsverknappung, was passiert da? Es gibt auch das Gerücht, dass die Biden-Administration mit den Saudis einen Deal vorbereitet. Who knows? Interessant auch das, also diese beiden Empfehlungen, und hier abschließend nochmal Webinar, 1. November, 16., 14. und 11. Januar, das wird 19 Uhr passieren, am 1. November ja FED-Sitzung, das wird also davor sein, dann schon mit André Stagge. Und in meiner Wenigkeit kann man sich kostenfrei registrieren. Sie können sich einen der Termine aussuchen oder an allen teilnehmen, wie Sie wollen. Es ist allerdings das gleiche Seminar, also es sind die Inhalte da nicht verschieden. Also suchen Sie sich am besten einen Termin aus. Wenn Sie sich einmal registrieren, können Sie jeden beliebigen Termin wählen oder alle vier, wenn Sie jetzt wirklich es ertragen, meine Visage zu sehen. Das ist dann Ihr Masochismus und nicht mein Problem. Also diese beiden Artikelempfehlungen, dieses Webinar und 14:30 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt. Da werden wir die Daten kommentieren. Was bedeutet das? Ich sage jetzt Servus, ciao.